Willkommen zurück bei Valheim. Ein schöner Sonnenaufgang kündigt hier einen hoffentlich guten Tag an. Ich hoffe, das Wetter bleibt mal stabil. Wir haben ein bisschen was zu erkunden hier an unserem neuen Ort. Da unten habe ich diese Popelbruchhütte, Bruchbude, wie auch immer, ausgebaut. Auch übertrieben. Renoviert, auch übertrieben. Irgendwie wieder instand gesetzt, jedenfalls, dass ich drin schlafen konnte. Da haben wir ein bisschen die Nacht verbracht. Ich finde es übrigens extrem krass hier. Oh, ah, oh, oh, oh. Nein, nicht sterben, bitte. Jetzt nicht. Moment, Feuer. Ja, wir essen was. So, sehr gut. Ich wollte eigentlich nur demonstrieren, dass wenn ich hier stehe, es immer wieder Rauchvergiftung gibt. Obwohl ich einen, ich sag mal, Rauchabzug gebaut habe, der nicht nur optisch sensationell ist, sondern eigentlich auch von der Dimension her völlig übertrieben. Aber man kriegt da dennoch Rauchvergiftung. Ich hoffe, das wird bald mal gepatcht. Aber na gut. Kleinigkeiten, Early Access, überhaupt kein Problem. Wir sind hier auf der neuen Insel angekommen in der letzten Folge. Und ich bin immer noch am Überlegen, wie ich diese hier und ob ich diese überhaupt für eine künftige große Basis nutze. Oder ob wir hier nur was Kleines bauen. Ich bin auch völlig unschlüssig. Nichtsdestotrotz, wir werden hier ein bisschen Zeit verbringen dürfen. Denn wir wollen den Uralten legen und zum Uralten würde ich auch gerne einen kleinen Pfad rüber bauen. Ich denke mal, das machen wir dann heute und dann entscheiden wir uns danach einfach, auch wenn wir den Dunkelwald hier ein bisschen erkundet haben, dann entscheiden wir uns danach, ob wir denn hier bleiben wollen. Oder ob wir das nur als Popelhütte vielleicht mit einer kleinen Schmiede oder sowas lassen. Klein umzäunt, fertig aus. Erstmal bleibt es hier bei diesem Popelhütte. Dingskirchen. Damit die nicht sofort hier drauf rumdengeln, gönne ich mir mal ein bisschen Ummäuerung, glaube ich. Ich glaube, das machen wir schon. Pass mal auf, Sekunde. Ich brauche ein bisschen Holz. Das habe ich hier schon mal reingedonnert. Ah, viel ist das nicht. Im Schiff haben wir aber noch. Seht ihr diesen Rauch, wie der da in der Bude hängt? Völlig übertrieben. So. Dann machen wir das nämlich mal irgendwie... Ah. Es wird jetzt kein Gräuling und nichts abhalten, aber einfach nur weil. Ich möchte es wenigstens halbwegs hübsch haben. Also hübsch ist auch übertrieben mit diesem Abzug da, aber egal. So, so, so. Und komm, dann machen wir den noch hier raus. Ich wollte diesen blöden Busch da jetzt noch mit reinnehmen. So, hatte ich. Machen wir hier noch irgendwie was? Nö. Das lassen wir so und dann können wir hier, keine Ahnung, ob wir da dann irgendwas dann am Ende noch überdachen oder nicht. Ich mache jetzt erstmal hier ein paar Pfosten hin. Mal gucken, dann machen wir da später noch eine Überdachung drüber oder wir reißen einfach alles ab. Jedenfalls ist es jetzt erstmal so, dass ich glaube, ein Gräuling nicht drüber geht. Ich habe einfach nur Angst, dass der mir aufs Portal dengelt und das wäre momentan so der Super-GAU. Von daher, ne, eine Kleinigkeit schon mal vorbereitet. Ich hab da schon mal was vorbereitet. Und dann schauen wir, was wir am Ende draus machen. Ob wir da so einen Flachbau drauf setzen und hier vorne ein anständiges Haus dran oder ob wir ganz woanders bauen. Ich weiß es nicht. So. Das Portal muss benannt werden und dann haben wir unser erstes. Das war Festung. Mal schauen. Puh. Ich hatte ganz kurz Angst. So. Dann hüpfen wir mal durch, warte mal, beziehungsweise hüpfen noch nicht ganz durch. Wir nehmen ein paar Sachen mit, die wir hier wirklich nicht brauchen. Luft anhalten. So, dann nehmen wir das mal mit. Das packen wir ein. Honig packen wir ein. Die Bienen packen wir ein. Das ist auch schön. Fackel können wir mal hier lassen. Ist hier noch was? Bernstein, sage ich schon. Feuerstein können wir nochmal hier lassen. Vielleicht brauchen wir den für den Ausbau der Werkbank. Dass wir da so einen Holzhackklotz hinmachen oder so. Dann müssten wir jetzt eigentlich ankommen in unserer Bude. Jawohl, funktioniert. Ein. Das erste Portal, was wir haben, Leute. Das erste Portal. Und ich finde, das muss auch festgehalten werden. Ne? Episch. Ich bin wieder einfach nur hier als Tourist unterwegs, merke ich. In dem Spiel macht man so viele Screens, ey. Es wird so häufig gesagt, dass die Grafik nichts wäre, aber ich finde so viele Orte, wo ich sage, oh, das sieht einfach gut aus. Ich brauche das als Screenshot. Ich finde das echt super, aber so gehen Geschmäcker halt auseinander, ne? Also, das schmeißen wir rein.
Honigbeeren und Gedöns schmeißen wir anders rein. Hier haben wir die Trophäen. Da kommt das hin. Heute haben wir hier. Holz nehmen wir wieder mit. Der Rest ist im Grunde genommen für hier. Honig kommt rein, das kommt rein. Ich mache mal hier die Biene mit rein. Ich hoffe, da denke ich dann irgendwann dran, den nächsten Stock zu bauen. Der Met ist fertig. Halten wir mal wieder den Schlund drunter. Direkt in den Rachen damit. Jetzt haben wir 30 mal Met. Das ist doch nicht verkehrt. So, hier die Veggie-Kiste. Kommt das rein? Gut, 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 gut. Mir gefällt's. Mir gefällt's. Hier ist sonst nichts gelaufen. Machen wir uns direkt wieder rüber. Und dann würde ich mich nämlich daran machen, rüber zum Uralten zu gehen und das ein bisschen zu erschließen, dieses Gebiet von dem. Das wäre, wenn wir dort kämpfen, uns so einen kleinen Vorteil erarbeiten können. Vielleicht baue ich ein paar Barrieren auf oder so. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht findet man auch irgendwie in der Nähe einen Turm oder den man nutzen kann. Ich, keine Ahnung. Hier rüber sollte es auf jeden Fall später mal, wenn wir das denn weiter nutzen wollen und da drüben im Dunkelwald farmen wollen, dann sollten wir uns hier definitiv eine kleine Brücke drüber bauen. Ich denke, hier sollte das auch kein Thema sein. Hier geht es relativ easy rüber. Ne? Oh, ich sollte reparieren. Shit. Hätte drüben reparieren sollen. Aber ja, Axt und Spitzhacke halten jetzt noch mal ein paar Meter. Auf jeden Fall gut. War ja schon mal, dass wir hier direkt vor der Haustür Zinn und Kupfer haben. Das heißt, da können wir uns noch Bronze herstellen. So. Sekunde. Der nächste Übergang wäre hier. Ich glaube, hier ist der Fluss am schmalsten, ne? Hier so. Ich will das nur einfach schon mal anlegen, ganz grob. Das werden wir noch tausendmal anders machen, aber ich will das einfach nur schon mal angelegt haben, dann weiß ich hier grob Bescheid. Dann bauen wir hier für die Herstellung das hin. Und dann machen wir hier schon mal den Ansatz der Brücke. Ruhig ein bisschen höher. Eine Voraussetzung, auch schon kein Holz mehr. Ja, fantastisch. Wieder kein Holz. Okay. Gut. Nee, dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal eine ganz, ganz grobe Vorgabe. Paddeln wir mal so rüber. Und dann geht's zum Uralten. Ich bin gespannt. Das wäre quasi hier durch. Müssen wir uns hochbuddeln, ne? Wenn wir da hin wollen. Oh je. Also, der Dunkelwald hier ist im Vergleich zu dem, den ich vor der Haustür habe, sowas von unwegsam, sowas von bäh. Dass das echt krass ist. Vorne ist ein Turm, aber der ist zu weit weg. Da kriege ich definitiv nichts hin. Na? Ich muss übrigens eigentlich den Bogen noch weiter üben. Ich sollte das... Well. Ich sollte tatsächlich eigentlich mit dem Bogen mehr ballern. Der wird unser Rezept werden später für so vieles, weil wir nicht einfach mal in den Nahkampf können. Ich bin gerade mit Holzpfeilen unterwegs. Nicht wundern, wenn ich so wenig Schaden mache. Geiz, ihr wisst's ja. So, der Schamane. Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen schneller zuschlagen, sonst... Sonst regeneriert er sich zu sehr. Wir gehen mal da unten hin. Wenn da so viele sind, dann ist da bestimmt ein Schatz oder so. Aber. Jawohl. Ja, genau. Kaputt hauen.
Zack, zack, zack. Nehmen wir mit. Und dann gehen wir auch noch zum Türmchen rüber. Wo war das jetzt gleich? Mal so ein Turm, den kann man durchaus mal übersehen. Da drüben. War das der? Ich glaube, ne? Oh, das sieht ja fast cool aus. Mit dem kleinen Vordach noch und so. Da drin ist was Rotaugiges. Wo ist er? Da. Ja, Himmel, Herrgott. Ja, nee, ne? Scheiße, wenn man so fett ist. Scheiße, wenn man nicht zielen kann. So. Nehmen wir mal das Schwert, da drin ist ein Stein. Die Frage, ob das jetzt zum Uralten führt, oder? Ja. Der Uralte. Okay. Ja, okay. Kann man noch benutzen, ist... Gar kein Problem. So, lass gucken. Ist hier irgendwo was? Irgendwo was Schatziges. Leider nicht. Schade. Sah vielversprechender aus, aber hier haben wir nur den Stein, der uns den Uralten verrät, den wir ja schon kennen. Wir gehen weiter. Beeren, die muss ich mitnehmen. Blaubeeren sind echt rares Gut. Gerade für den ganzen Metkrams. Marmelade. Und eigentlich brauchen wir für alles diese Blaubeeren. Oh, guten Tag. Da ist ein Dungeon. Und hier sind echt viele Blaubeeren. Sowas markiere ich mir dann doch immer auch mal. Weil, wie gesagt, Blaubeeren... Ich brauche sie so häufig. Wenn es so ein Nest ist, dann nehme ich die immer gerne mit. Gut, tatsächlich ein Dungeon. Hier könnten wir uns Surtlingkerne rausholen und dann hätten wir auch alles, um hier die Schmiede zu machen. Vorausgesetzt, das ist nicht wieder so eine Nulpen-Dungeon. So, wird direkt markiert. Das war Dungeon immer hier, das, ne? So, Grabkammer. So. Da sind wir auch schon. Also direkt beim Uralten ist eine Grabkammer. Da können wir dann reinfliehen. Ohne Scheiß, das wäre eine Option. Okay, ich sehe da was da vorne. Das müssen wir auf jeden Fall erst wegmachen. Da ist noch ein Spawner. Da ist noch ein Spawner. Wenn wir hier später irgendwie mit dem Boss am Arsch rumlaufen und laufen in so eine Horde von diesen Armleuchtern rein, ist das äußerst undankbar. Oha, das ist ein 2-Sterne-Schamane. Das ist nicht gut. Warte, das ist gar nicht gut. Das ist ein 2-Sterne-Schamane. Eieiei. Ah. Okay. Und noch ein Schamane. Ich will nicht sterben. Hör auf mit dem Gift. Ei. Ei. Habe ich einen Honig? Nee, ne? Puh. Okay. Der 2-Sterne-Schamane, der vergiftet mal richtig ordentlich. Grauzwergen-Trophäe. Moment, was war das denn für eine? Die kennen wir aber noch nicht. Grauzwergen-Schamanen-Trophäe. Interessante Sache. Pass mal auf, ich werfe mal ein bisschen Stein weg, weil wir werden bestimmt noch Loot bekommen, den ich dann lieber mit... Alter, wollt ihr mich denn wissen? So, jetzt müssen wir da hin. Das Ding kloppen. Und dann der nächste Schamane raus. Weg da! Da ist er schon.
Okay. Ja, ja, halt euch ruhig, kein Problem. Hauptsache erstmal der Spawner weg. Boah, das Ding ist ordentlich. Das Ding ist ordentlich. Aber ist okay. Wir brauchen ja auch Herausforderungen, ne? Glaube ich. Brennt ihr mal ein wenig. Jetzt, wo der Kampf vorbei ist, fällt mir ein, dass ich eine Eichtür habe, ne? Aber Ausdauer war jetzt nicht so das Superproblem bisher. Wir haben's. Lass mal gucken. Ja, genau. Diese uralten Samen kommen raus. Ironischerweise sind das genau die Samen, die wir brauchen, um später den Uralten zu beschwören. Das ist das Zeug, was du da in die Feuerschale wirfst. Machen wir gerne. Die ganzen Steine lassen wir mal liegen. Okay. Gut, das war ordentlich. Das war echt ordentlich. Wir gehen mal mit dem ganzen Klimbatsch zurück. Lernen wir mal aus. Und ich hänge mal die alte Schamanen-Trophäe an den Nagel sozusagen. Bei uns in der Bude. Mal hin. Was steht denn hier am Stein? Haben wir das schon gelesen? Glaube, ne? Wir brennen ihren Nachwuchs. Ja, das sind die Samen, die uralten. Ja, das könnte. Ja, das ist der Nachwuchs da. Ach ja. Wenn man die setzt, kommt so ein Krayling raus, oder wie? Wachsen die erst fest, oder? Das ist interessant. Ich will das, glaube ich, gar nicht wissen. Wenn ich so mehr und mehr drüber nachdenke, will ich das gar nicht wissen. Hier ist auch echt alles. Unwegsam as hell. Das ist wirklich furchtbar. Ich glaube, wir machen jetzt zuallererst den Boss. Und dann irgendwann in Ruhe mache ich mir Gedanken darüber, ob wir hier eine Basis bauen. Wir machen jetzt erstmal den Boss platt. Das heißt, es geht zurück. Ich hol mir noch ein bisschen hier vom Met, vom Heilmet, ne? Also ich da einfach mal ein bisschen was habe. Kann ich hier auch sammeln, okay. Wir laden uns ab, wir holen den Heilmet. Ich glaube, an Essen ist das Beste, was ich habe, ist tatsächlich hier im Moment Gesundheit 40, Gesundheit 35, Gesundheit 30, hier Gesundheit 20. Also ich wüsste jetzt nichts Besseres, was ich irgendwie an Zeug mir mitbringen könnte. Holz lassen wir mal hier. Harz haben wir 50 da. Ja, komm, ein bisschen tun wir noch rein. Den Rest nehmen wir mit rüber. Ja, und dann komme ich gut bepackt wieder und am nächsten Tag bauen wir den Uralten um, oder? Dann nehmen wir ein bisschen Holz mit, bauen ein paar Barrieren auf, planieren das da ordentlich und dann ist gut. Jetzt habe ich halt erst aufräumen müssen. So, wir hängen mal diesen Schrabbelkopf hier ab und hängen mal einen ordentlichen da oben hin. Also ich hoffe, der ist ordentlich. Mal schauen. Was? Ja, nee, schön. Das echt, also so, das wünscht man sich doch. Also, wer möchte das bitte nicht über seinem Eingang hängen haben, oder? Das ist auch gar kein bisschen unheimlich. Gar nicht. Wirklich gar nicht. So, wir brauchen 3 von den Samen zum Beschwören. Das nehmen wir auch schon mal mit. Die Augen würde ich tatsächlich behalten. Da können wir uns eventuell noch ein zweites Portal... Oder? Brauchen wir da ein Portal? Eigentlich nicht. Höchstens beim Boss. Brauche ich beim Boss noch ein Portal? Hm. Dass wir da schneller wieder bei unserem Loot sind, ne? So ein Mimimi-Portal. Komm, das reißen wir danach wieder ab. Aber warum eigentlich nicht? Ich glaube, es waren 10 Holz, ne? 10 Holz, 20 Augen, kann das sein? Nee, oder? Das rum? Wir werden es gleich sehen. Moment. Jetzt echt lieber andersrum. Scheiße. Okay, wir müssen noch eine Birke da umhauen. Ist aber kein Problem.
Moment. Das müssen wir mitnehmen, das müssen wir mitnehmen. Den Krams laden wir drüben ab. Hier, das kommt in unsere Goldkiste. Dann haben wir noch ein paar Knöchelchen. Hautstein. Harz. Ach, das ist bei Haut, ne? So. Ja, das war's. Das nehmen wir noch. Das nehmen wir noch. Dann noch ein paar Himbeeren. Und dann machen wir uns nochmal Mietmischung gesund. Zwei Stück. Schade, für drei reicht es gerade so nicht. Ach doch. Reicht. Oder? Nee, reicht vom Honig nicht. Nee. Der kommt mit. Damit. Hier ein Stack packen wir ein. Das schmeißen wir da rein. So, dann sind wir komplett. Dann gehen wir jetzt einmal reparieren. Und dann mache ich mir die Hosen voll. Dann mache ich mir echt die Hosen voll. Wetten werden angenommen. Ihr könnt jetzt unter dieser Folge noch kommentieren. Werde ich den Boss im First Try schaffen? Ja, nein, vielleicht. Ja. Also, er ist nicht ohne, das weiß ich. Was macht man da? Ich glaube, ich baue mir so, Palisaden dahin, hinter denen ich immer mal wieder Schutz suchen kann. Der hat so einen Fernkampfangriff. Der ist nicht ganz schlecht. Er haut gut rein. Und er hat, er beschwört so kleine Kleinigkeiten. Ich will jetzt gar nicht zu viel sagen. Vor denen kriege ich mich nicht in Schutz. Da müsste ich dann das Schild nutzen. Aber an sich... Dann eventuell... Ich überlege, ob ich noch einen weiteren Bogen brauche. Aber wenn der Bogen kaputt ist, muss ich halt in den Nahkampf. Was soll's denn? Hier ist unser Portal. Otto. Du Trollo. Da oben jetzt lang. Also wir nehmen uns ein bisschen Holz mit. Das haben wir im Schiff. Bauen ein paar Palisaden und ebnen ansonsten da, denke ich, schon so einiges ein bisschen ein, damit ich nicht an jedem Pups hängen bleibe. Also einmal zum Schiff. Und dann nehmen wir uns so eine lecker Wurstmarmelade hier. Ne, Wurst haben wir noch nicht. Fleischmarmelade. Also Fleisch und Nixenschwänze und Marmelade ist, glaube ich, dann momentan das beste Buff-Food, was ich habe. Das muss ich auch noch ändern. Dann müssten wir so knapp auf 100 Leben kommen. Das ist nicht so viel. So. Das nehmen wir mit. Achso, und eine Birke müssen wir noch finden. Ja. Entschuldigung, hol ich später. Ach, guck, hier ist ja auch noch was. Da ist Edelholz. Kann nicht mehr tragen, okay. Moment, wie viel Edelholz habe ich jetzt? 17. Dann laden wir das andere Holz gerade mal ab und holen den Rest noch. Auf 20 müssen wir kommen, dann können wir das Portal dorthin bauen. Und ich denke, ich baue das einfach hin. Ich muss das nicht einhausen, oder? Mal sehen. Baut dann so nervige Mauern dahin, bitte. Jupp, passt genau. Solo-Strategien für die Bosse sind gefragt. Im Multiplayer kann ich euch sagen, geht das eigentlich immer relativ gut.
wenn man da sich so ein bisschen die Aggro teilt und der nicht immer auf einem Spieler drauf ist, sondern auch mal ein anderer kurz übernehmen kann und sagen kann, hey, komm, ne? Watsch mir halt eine. Aber hier ist es ja jetzt so, dass ich echt die ganze Dresche kriege. Und entsprechend muss ich der ganz gut ausweichen können. Ausweichen mit diesen blöden Rollen, das kriege ich immer noch nicht gebacken. Das finde ich völlig, völlig schlimm, diese Steuerung. Ja, was ist denn hier schon wieder? Guten Tag. Was seid ihr? Wow, 2 Sterne. Ich krieg's aber auch. Ich krieg's aber auch serviert heute. Okay, der war aber... Oh, vorbeigehauen, super. War aber relativ easy für 2 Sterne, muss man sagen. Das sind teilweise diese... Brutes nennen die sich, glaube ich. Das sind die... Es gibt diese Berserker und dann gibt es noch die Brutes. Und die haben... Ich glaube, die kann man fast gar nicht stunnen. Also, dass die so komisch anfangen zu schwanken. Und dadurch schwarten die einen eigentlich immer in Grund und Boden. Die finde ich mit am unangenehmsten. Also von diesen Krautzwergen wohlgemerkt. So, hier sind wir. Okay. Folgendes. Also ich nehme zwar auch gerne Bäume als Deckung. Aber die eine oder andere muss jetzt hier schon mal weichen. Hier würde ich ganz gerne dann das Portal hinterklatschen. Hinter die 2, die da noch gekreuzt sind. Dann ist, sind die... Ne, dass das Portal eventuell nicht direkt Schaden kriegt. Aber sind hier schon wieder. Kann man nicht mal in Ruhe den Wald vernichten? Mann, Mann, Mann. So, dann bauen wir hier hinter das Portal auf. Zack. Huch, warum? Okay, das, den Fall hatte ich jetzt auch noch nicht. Ja, dann, oh, dann ist es halt... Fehlende Voraussetzung. Ja, da war was. Ich höre schon wieder. Ey! Also gut, Feuer gegen Skelette zugegebenermaßen ist vielleicht nicht die geilste Idee. Gut, dann haben wir die Bank. Dann einmal das Portal. Verschiedenes. Da. Komisch, dass das hier so hin und her snappt. Naja, machen wir es so. Das ist immerhin halbwegs geschützt. Und das hier nennen wir jetzt... Das müsste ich jetzt eigentlich auch Festung nennen. Ich glaube übrigens, dass mein... Mein Spawnpunkt jetzt in der alten Basis ist. Gar nicht hier. Dazu müssten wir also eventuell auch nochmal zurück. Aber gut, heute oder beziehungsweise jetzt wollen wir eh erstmal schauen, dass wir hier ein paar Sachen gesetzt bekommen. Ich bin am Überlegen, ob wir eventuell Spikes setzen sollen. Ob, ich weiß nicht, ob die ihm wehtun. Aber am Ende tun sie mir wahrscheinlich mehr weh als ihm. Also es gibt diese... Moment. Macht man mit Kernholz, glaube ich. Hier die. Scharfe Pfähle. Dass ich mir hier so einen Wall... Ich meine, hier ist so ein schöner Wall. Ich glaube, ich würde das mal probieren. Ich... Keine Ahnung, ne? Also... Aber vielleicht... Vielleicht kriege ich ihn damit weg. Oder dass er zumindest auch Schaden kriegt. Weil er das wahrscheinlich eher als Zahnstocher nimmt oder als... Ich weiß es nicht. Oh, was denn? Kein Kernholz mehr? Ich habe doch gerade vor 2 von den Dingern umgehauen. So viel Kernholz? Dann lass uns mal ausprobieren. Moment. Festung nicht verbunden. Das dritte verbindet sich dann gar nicht, oder wie? Irks.
Irks. Dann machen wir das mal Popelhütte. Oh, Popelhütte. Dann nehmen wir es einfach Popel. So. Wir nennen das einfach Popel. Und dann muss ich gleich nochmal zurück und unten die Popelhütte entsprechend umbenennen. Beziehungsweise dann porte ich mich dort einmal zur Festung, hole ein bisschen Kernholz. Ich hätte gedacht, da kommt mehr aus der Kiefer raus. Gar nicht so einfach, hier mal eben was hinzuzimmern. Mal schauen. Möbel. Bisschen. So. Brauchen, glaube ich, auch recht viel, diese Spikes, ne? Aber ich will's einfach mal probieren. Ich will es einfach mal probieren. Wenn der da reinläuft, ich will die auch da diesen Hang, den wir dort haben, einfach noch versuchen hochzusetzen. Also, dass sie nicht nur am Boden sind. Ich glaube, die werden ihn am allerwenigsten stören. Aber wenn die vielleicht bei ihm so irgendwie an einer ganz empfindlichen Position am Körper, ne? Ihr wisst schon, wenn die da so platziert sind, dann muss das doch wehtun. Also nicht nur die Zehenspitzen. Okay, das ist enttäuschend. Ich dachte, ich könnte sie da noch platzieren, ein bisschen weiter oben, dann halt nicht. Das wird so lächerlich. Ich meine, wir kämpfen da gegen ein riesiges Monstrum und ich mache hier so ein paar spitze Pfähle, ne? Ich will es aber ausprobieren. Und hier oben dann so einen kleinen Wald drüber. Und vielleicht... Wo kommen die denn alle her? Hier oben so einen kleinen Wald drüber und vielleicht hilft das ein bisschen. Hier so. Okay, habe ich jetzt falsch rum. Machen wir nochmal neu. Eventuell sogar so machen. So. So. Und so. So. Und dann machen wir hier noch ein bisschen natürlich unsere Verteidigung hin. Da will ich aber diesmal ein bisschen höher haben. Also die machen wir nicht da auf die klassische Höhe, sondern entsprechend weit oben, dass ich da runterballern kann. So. Oh, die Leitern dahin. Ich hab eine ganz leichte Befürchtung, dass der irgendwie einmal dagegen niest und dann ist das alles weg. So, falle ich hier runter, wenn ich... Ja. Da muss ich aufpassen. Gut, nee, das ist doch eine super Festungsanlage. Ich glaube, da wird der nie im Leben durchkommen. Niemals nicht. Ganz sicher nicht. Ich mache das zweimaurig und dann geht das absolut ganz, ganz locker. Wir werden es rausfinden. In der nächsten Folge gibt es dann den unfassbar genialen Kampf gegen den Uralten. Und sowas hat, der hat Millionen Jahre wahrscheinlich hier auf dem Buckel. Keine Ahnung, wenn er so uralt ist. Aber so einen Scheiß hat er noch nicht gesehen, das sage ich euch. Und dann werde ich versuchen, den hier irgendwie herzulocken. Und da dann von meiner genialen Plattform aus locker zu besiegen. Wetten werden noch angenommen. Werde ich die Plattform hier vorher zerstört? Durch Baumfell arbeiten? Oder werden wir es schaffen, den Uralten im First Try zu legen? Ansonsten werde ich den ein bisschen rumkiten müssen. Ja, ne? Immer schön ums Eck. Werde mich hinterm Stein hoffentlich verstecken können. Der ist ja auch hier. Also wenn unsere Barriere nachgibt, dann werde ich den Stein hier nehmen. Irgendwie wird es schon klappen. Irgendwie wird es schon klappen. Und ich glaube, das ist auch ganz legitim, hier so eine kleine Mimimi-Methode zu machen. Moment, das machen wir noch hier.
Ah, die ist auch falsch rum, ne? Das macht aber nichts. Oh. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Daumen drücken. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr mindestens genauso viel Zuversicht habt wie ich. Also bis dann, macht's gut, ciao.